B2.5. Zeigen Sie rechnerisch, dass für das Volumen V der Pyramide PNMQND in Abhängigkeit von x gilt, Volumen ist gleich minus 1,26x² plus 12,64x³ cm. Zusätzlich haben wir ein Zwischenergebnis, die Strecke DF sind 6,32 cm. So, wir müssen das Volumen berechnen, und zwar von dieser Pyramide PNMQND. Vielleicht schauen wir uns erstmal an, wie liegt die eigentlich drin. Was haben wir hier drin? PMQND, das ist also diese Pyramide hier. Volumen berechnen heißt, ich nehme jetzt mal meine Volumenformel und schaue mir erstmal in Ruhe an, was brauche ich denn für die Volumenformel. Die steht natürlich immer in der Formelsammlung drin, bei mir steht sie hier. Also Volumen von der Pyramide ist gleich ein Drittel mal die Grundfläche. Und die Grundfläche kriegen wir eigentlich hier aus der Angabe raus, PNMQN, das ist ein Dreieck. Also Fläche vom Dreieck PNMQN. Und mal die Höhe. Die Höhe einer Pyramide geht immer durch die Spitze oder von der Spitze zur Grundfläche und steht senkrecht darauf. Deswegen steht das Zwischenergebnis auch dran, nämlich das ist die Strecke DF. Okay, das müssen wir berechnen, das müssen wir rausfinden. Und jetzt starten wir einfach mal los. Ich fange gleich mit der Strecke DF an. Die habe ich jetzt gerade eingezeichnet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Strecke DF zu berechnen. Ich gehe jetzt hier mal wieder in meine Dreiecke und überlege, kann ich hier irgendwas berechnen über Dreiecke? Ich suche wieder ein Dreieck, wo die Strecke DF drin liegt. Da kann ich zum Beispiel nach unten gehen, DMF. Was kenne ich hier von DM, habe ich in der 2.3, glaube ich, ausgerechnet. Und den Winkel DMA kenne ich daraus auch. Man könnte zum Beispiel hergehen und sagen, ja, der ist bekannt. Dann kann ich den Winkel FMD berechnen über 90 Grad minus den DMA und kann dann oben im Dreieck DMF weiterrechnen. Wäre eine Möglichkeit. Oder ich mache das Dreieck nach oben weg zu Punkt S. Dann kriege ich das Dreieck DFS. Was kenne ich hier alles? Die DS ist eigentlich bekannt, weil komplette Strecke A ist in der 13,45 cm, AD sind 4, also bleiben hier für 9,45 cm übrig. Es ist auch ein rechtwinkliges Dreieck, hier ist der rechte Winkel drin. Und zusätzlich kenne ich noch diesen Winkel hier, nämlich da die F parallel zu AM liegt, sind das hier auch die 48,01 Grad, weil das ein Stufen- bzw. F-Winkel ist. So, jetzt sehen wir sofort, rechtwinkliges Dreieck, es funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Pythagoras fällt raus, weil die Strecke SF ist zum Beispiel gar nicht gegeben. Bringt mir also nichts. Also die anderen drei schaue ich schnell an, was habe ich denn gegeben. Gegenüber vom rechten Winkel liegt immer die Hypotenuse, die ist also bekannt. Und wenn das mein bekannter Winkel ist, dann ist die DF anliegend und demnach die Ankathete. Kann ich wieder meine Formelsammlung nachschauen, welcher von diesen drei Sätzen Sinus, Cosinus, Tangens funktioniert mit Hypotenuse und Ankathete. Und das wäre in dem Fall der Cosinus. Ja, das sehen wir hier drin. Ankathete und Hypotenuse. So, rechnen wir aus. DF ist also Cosinus vom Winkel FDS. Ist gleich Ankathete, Strecke DF, geteilt durch die Hypotenuse, die Strecke DS. Schreibe ich hier nochmal auf, wie groß die einzelnen Dinger sind. Winkel FDS war gleich groß wie MAS, also die 48,01 Grad. Zusätzlich die Strecke DS war die Strecke AS. Minus AD, also 13,45 minus 4, das sind die 9,25. So, setzen wir ein. Cosinus von 48,01 ist gleich DF durch die 2,5. Auch nochmal schön 9,45. Jetzt.
entweder einen Solver eingeben oder per Umformung umformen. Die mit Umformung muss die 9,45 weg im Nenner, also multipliziere ich die Gleichung mit 9,45 und dann folgt daraus, df ist gleich 9,45 mal Cosinus von 48,01. Das in den Taschenrechner eintippen und dann kommen tatsächlich die 6,32 cm raus. Also tatsächlich die Rechnung, die da komplett ohne funktionale Abhängigkeit funktioniert. Also unbedingt mal drauf losrechnen und sich nicht von der Abhängigkeit von x abschrecken lassen. So, aber im nächsten Teil braucht man dann trotzdem irgendwie noch das x mit drin. Gehen wir weiter. Wir brauchen den Flächeninhalt vom Dreieck Pn, N, M und Qn. So, gucken wir in der Formel, sagen wir nach, wie ist denn eigentlich die Flächenformel vom Dreieck? Die finden wir auch wieder, bei mir steht sie hier, 1/2 mal Grundseite mal die Höhe. Es gibt ja noch die zweite Flächenformel vom Dreieck, aber die bringt uns nichts, weil wir haben in dieser Flächen, in diesem Dreieck keinen bekannten Winkel drin. Ich mache mal schnell alles überflüssig raus. So, hier ist mein entsprechendes Dreieck, meine Grundfläche, das muss ich berechnen. Und vielleicht sehe ich auch schon, ja, dass es keinen Winkel gibt. Ich brauche also die erste Formel, 1/2 mal Grundseite mal Höhe. 1/2 ist nicht anders als 0,5, also 0,5 mal. Als Grundseite wähle ich die PNQN, weil die Höhe dazu habe ich auch schon, das ist nämlich in dem Fall die MRN. Ja, ich kann mir gerne hier diese Zeichnung als Hilfe nehmen, aber ich muss halt aufpassen, dass ich nicht P1, R1 und Q1 als Argumentation nehme, sondern ich muss PN, QN und RN nehmen. Also hier sehe ich, die Strecke MRN liegt senkrecht zu P1, Q1 und ist deswegen die Höhe. So, jetzt brauche ich diese beiden Strecken. Ich fange mit dem einfachen an, nämlich MRN. Wie kriege ich die raus? Naja, das sehe ich eigentlich hoffentlich recht schnell. MR ist ja nichts anderes als die komplette Strecke MS minus das obendran, hier das S, von S nach R1. Warum ist es so einfach? Ich schreibe es schnell hin. MS minus SRN. Na, die MS ist bekannt mit 10 und die SRN kennen wir aus der vorherigen Aufgabe, das ist nämlich unser X. Ja, da steht drin, für Punkt Rn auf der Strecke MS gilt, Srn ist gleich x Zentimeter. Ich fahre schnell hoch. Hier oben drin steht es. Das ist also unser x, da kommt unser x mit rein. Das ist noch mit Einheit Zentimeter. Damit habe ich auch schon die Strecke MRn. Jetzt brauche ich nur noch PnQn. So, wie kriege ich jetzt die? Mache ich nochmal alles Überflüssige raus. Ja, man könnte jetzt wieder anfangen, Dreiecke zu suchen, zum Beispiel PQS, das Dreieck, aber da merke ich recht schnell, es ist nichts bekannt aus diesem Dreieck, also würde ich nichts benutzen. Man kann vielleicht noch hier etwas zerlegen, PRS, dann könnte man PR verdoppeln, wenn man das dann berechnet, wäre vielleicht sogar eine Idee. Ja, die Strecke SR kennt man mit X und dann könnte man dann Winkel berechnen über zum Beispiel das große Dreieck SMB. Weil SM ist bekannt, BM ist bekannt mit 6 und damit kann man oben den Winkel bei S berechnen über den Tangens und kann dann wieder P1, R1 über den Tangens nochmal zurückberechnen. So, zweite Möglichkeit ist, wenn man jetzt das nicht sieht, dass man hoffentlich was anderes sieht, hat aber auch wieder mit Dreiecken zu tun. Hier habe ich ein kleines Dreieck, P1QS und hier habe ich ein großes Dreieck, SBC. Wir wissen ja aus der Angabe von der vorherigen Aufgabe, dass die Strecke P1Q1 parallel ist zu BC. Schauen wir schnell nochmal nach. Das steht hier parallel zu BC durch den Punkten RN. Das ist genau die P1Q1. Und deswegen kann dieses große Dreieck per zentrische Streckung auf das kleine Dreieck abgebildet werden. Ja, man nimmt das große Dreieck und schiebt es im Prinzip hier hoch. Und dadurch wird die Strecke BC immer kleiner, bis sie dann diese Strecke P1Q1 oder PNQN ergibt. So, und vielleicht weiß man noch, was man ansetzen muss, wenn ein großes Dreieck auf ein kleines Dreieck abgebildet wird, der Vierstreckensatz. So, ich fange mal mit einem Unbekannten an, dem Vierstreckensatz.
Also in dem Fall P1 Q1 oder PN Qn wollen wir berechnen. Also fange ich mit der an. PN Qn geteilt durch. So, und jetzt muss man halt die Strecken richtig zuordnen. PN Qn und jetzt brauche ich dazu, nehme ich dazu die Strecke aus dem größeren Dreieck. Was passt dazu? Ja, das passt zur Strecke BC. Das ist die Strecke hier unten, beziehungsweise hier die Strecke. Ja, entspricht diese Strecke BC im großen Dreieck. Also Strecke vom kleinen Dreieck geteilt durch die Strecke vom großen Dreieck ist gleich. So, jetzt brauche ich noch was anderes. Über die Dreiecksseiten nebendran kenne ich eigentlich nichts. Mache ich noch mal raus. Aber ich kann noch was hier drüber sagen. Nämlich die Höhe vom kleinen Dreieck und ebenfalls die Höhe vom großen Dreieck. Halt, da wollte ich die andere Farbe. Darüber kann ich noch was aussagen. Nämlich auch wieder, ja, kleines Höhe vom kleinen Dreieck, also SRN, geteilt durch die Höhe vom großen Dreieck SM. So gucke ich durch, ob ich mir alles bekannt ist. Ich kenne die Strecke BC mit 12, ich kenne die Strecke SRN mit X und ich kenne die Strecke SM mit 10. Also kann ich alles einsetzen. PNQN durch BC waren 12 ist gleich X durch 10. So, Achtung, jetzt hier nicht den Solver einsetzen, weil wir haben eine funktionale Abhängigkeit. Hier kann ich nur umformen. Ich muss die 12 wegbringen, das mache ich mit mal 12. Dann folgt daraus, PNQN ist gleich 12 mal X durch 10. Und 12 durch 10 kann man im Prinzip noch vereinfachen, dass man den Bruch wegbekommt. Das sind 1,2x Zentimeter. So, damit ist jetzt alles bekannt, was wir brauchen. Jetzt im Prinzip rückwärts einsetzen und wir können es auch gleich in die komplette Volumenformel einsetzen. Die steht hier ganz oben. Volumenpyramide ist gleich ein Drittel mal die Grundfläche und die Grundfläche haben wir hier stehen. 0,5 mal PNQN haben wir gerade berechnet mit 1,2x und mal MRN, das waren die 10 minus x in Klammern und jetzt noch die Strecke, die Höhe, das war die Strecke DF mit 6,32 cm. So, und das müssen wir jetzt noch entsprechend umformen und dann sollte man auch das richtige Ergebnis rausbekommen. Eine Klammern weglassen kann man zum Beispiel die große Klammer, ein Drittel mal 0,5 mal 1,2x mal diese Klammer muss unbedingt stehen bleiben und hier nochmal 6,32. So, das kann man jetzt in den Taschenrechner eingeben. Ein Drittel mal 0,5 mal 1,2 mal 10 mal 6,3. Ja, das wären die 12,64 und ein Drittel mal 0,5 mal 1,2x mal minus x mal 6,32, das sind die minus 1,26x. Ja, jetzt habe ich es gerade andersrum geschrieben. Nochmal 12,64 minus 1,2x Quadrat. Halt, hier fehlt dann x. Doch, 1,26x Quadrat Kubikzentimeter. Ja, und das ist genau das, was wir oben in der Lösung haben. Man kann natürlich den Zwischenschritt noch hinschreiben, wenn man möchte. Dann kann es eventuell sein, dass es in einem ja, Zwischenschritt gerundet wird und das nicht mehr ganz genau passt. Aber wenn man es komplett als Rechnung ausmultipliziert, dann wird es passen. So, ja, damit sind wir dann auch schon fertig.